Im Rahmen unserer Cash-Jubiläumsinterviews begrüße ich heute Michael Albrecht, Leiter Maklervertrieb bei den Barmenia Versicherungen. Herr Albrecht, Cash wird in diesem Jahr 40. Die Barmenia Krankenversicherung feiert im kommenden Jahr den 120. Geburtstag. Die Krankenversicherung ist die Keimzelle des Konzerns. Welche Bedeutung spielt die private Krankenversicherung bei der Barmenia Gruppe heute? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Droste, und herzlichen Glückwunsch in Ihre Richtung. 40 Jahre in Ihrer Branche, das ist ja wirklich ein Statement und Zeichen. Und, ja, nächstes Jahr feiern wir 120 Jahre. Das ist, finde ich, auch ein schönes Ergebnis und zeigt, dass die Unternehmensform und das gut zum Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherung passt insgesamt. Und die private Krankenversicherung spielt für uns natürlich unverändert im Konzern eine große Rolle. Wir sind nach den Prämieneinnahmen der sechstgrößte Krankenversicherer in Deutschland und wir haben neben der Krankenversicherung Unternehmen noch Lebens- und Sachversicherungen, die aber schon deutlich kleiner sind. Von daher ist die Krankenversicherung für uns ein unglaublich wichtiges Geschäftsfeld. Ja. Okay. Also es gibt rund 50 PKV-Anbieter im Markt. Mit welchen USPs differenzieren Sie sich gegenüber den Mitbewerbern? Ja, eine gute Frage, Herr Droste. Wir haben ja vorhin festgehalten, dass die Barmenia im nächsten Jahr 120 Jahre alt wird. Und ein Punkt ist uns extrem wichtig. Wir wollen Tarife so gestalten, dass sie lebensbegleitend dem Kunden einfach einen Mehrwert bieten. Also die Erwerbs- und Berufsbiografien oder individuellen Biografien sind ja deutlich unterschiedlich. Also wenn mir jemand heute mit 30 Jahren versichert, weiß er nicht, was er in den nächsten 10 Jahren beruflich macht. Er weiß bestimmt nicht, wo er mit 60 Jahren steht. Und ich mache ein Beispiel. Wir bieten all unseren Versicherten Möglichkeiten, in der Krankheitskostenvollversicherung den Versicherungsschutz weltweit zeitlich nahezu unbegrenzt auszudehnen. Es gibt da viele Menschen, die gehen im Alter dann ein halbes Jahr nach Südamerika, da wo es warm ist. Ne, und in all unseren Tarifen hat der Kunde die Möglichkeit, das entsprechend darzustellen. Oder wir versuchen Tarife mit Anpassungsmöglichkeiten, Optionsrechten zu garnieren, dass, wenn er sein Tagegeld anpassen muss, seinen Versicherungsschutz anpassen muss, dass das eigentlich ohne Risiko- und Gesundheitsprüfung geht. Das ist uns einerseits sehr wichtig, dem Kunden lebenslang begleitenden Versicherungsschutz zur Verfügung zu stellen. Und andererseits wollen wir in der aktuellen Situation natürlich dem Kunden bei Anfragen Kompetenz zur Seite stellen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Also wir werden in jeder Hotline bei uns, das ist für uns kein Callcenter, sondern da sitzen ausgebildete Versicherungsfachleute oder Fachleute aus anderen Ausbildungsberufen, damit wir kompetent eben den Mitarbeiter, nicht den Mitarbeiter, den Kunden letztlich Antworten geben können. Ja. Okay. Das ist sehr wichtig. Aktuelle Zahlen des PKV-Verbandes zeigen ja, dass das Wachstum in der PKV zunehmend über die BKV und die Krankenzusatzversicherung stattfindet. Oder also ich sprich die Krankenzusatztarife. Was sind denn bei der Barmenia die Zugpferde? Was die Marktzahlen betrifft, haben Sie recht, dass das in der Zusatzversicherung und der betrieblichen Krankenversicherung das Wachstum darstellt. Bei der Barmenia ist es Gott sei Dank dreigeteilt. Wir wachsen auch in der Krankheitskostenvollversicherung. Von daher ist das für uns natürlich sind das Einnahmen oder Kundengewinne in den letzten Jahren, die wir generieren. Was sehr erfolgreich bei uns in den letzten 2,5, 3 Jahren läuft, ist die Krankenzusatzversicherung, also die Ergänzungsversicherung. Hier haben wir 2021, 2022 sicherlich einen Großteil des Marktwachstums sogar für uns generieren können. Das war extrem erfolgreich, was unser Produktangebot angeht. Und Sie haben auch recht, das trifft bei uns auch zu. In der betrieblichen Krankenversicherung haben wir eine schöne kontinuierliche Entwicklung, was die Versichertenanzahl und die Arbeitgeber eben, die ihre Arbeitnehmer bei uns versichern, angeht. Also die drei Felder sind bei uns eigentlich die zum Wachstum beitragen. Lass uns mal kurz einen Blick auf die betriebliche Krankenversicherung nochmal werfen. Die Wachstumsraten in den vergangenen Jahren, Sie haben es ja eben auch gesagt, lagen ja im zweistelligen Bereich und das trotz Corona-Krise, trotz hoher Energiekosten, trotz hoher Inflation. Welche Rolle spielt die BKV denn im künftigen Angebots- und Vertriebsmix bei der Barmenia? Also allein die Rahmenbedingungen der letzten Jahre, die Sie gerade oder der letzten 18 Monate, die Sie angesprochen haben, die sind ja für den Vertrieb nicht besonders förderlich. Und dennoch haben wir ein Wachstum hier in der betrieblichen Krankenversicherung. Das spricht ja für sich. Und ich glaube, die demografische Entwicklung in Deutschland wird weiter zu einer extrem starken Zunahme der betrieblichen Krankenversicherung führen. Also
Die demografische Entwicklung hat ja einerseits Auswirkungen beim Arbeitgeber, weil er findet keinen neuen Arbeitnehmer. Also wir haben mal einen klaren Arbeitnehmermarkt, nahezu Vollbeschäftigung. Also er muss was tun für die Arbeitnehmer, was Besonderes. Und die demografische Entwicklung hat natürlich Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme, die man aktuell vielleicht noch gar nicht so sieht. Es sei denn, man nimmt den Zuschuss in die Systeme. Das heißt, wir gehen sicherlich davon aus, dass sie, nehmen wir mal die gesetzliche Krankenversicherung, Leistungen verändern muss, um überhaupt die Einnahmen und Ausgaben steuern zu können. Das heißt, der Bedarf nach Ergänzungsversicherung wird deutlich größer. Diese beiden Effekte werden, glaube ich, zu einer extrem hohen Nachfrage der betrieblichen Krankenversicherung führen. Die Durchdringung ist gering bisher. Also auch wenn wir schöne Steigerungsraten haben, aber eine betriebliche Krankenversicherung ist nicht besonders verbreitet. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Kreativität der Produktentwicklung hier stark zunehmen wird, weiter zunehmen wird. Die technische Anbindung wird zunehmen. Das ist auch ein Grund, warum wir vor einigen Jahren schon das betriebliche Krankenversicherungsgeschäft im eigenen Kompetenzcenter gebündelt haben, um hier Produkte, Vertrieb und Technik zu bündeln. Also es wird sicherlich für die Zukunft ein extrem wichtiges Feld sein. Ja. Okay. Weiteres wichtiges Feld sind ja die Beamten oder die Beamtenabsicherung. Der Wettbewerb in dem Markt ist groß und aktuell wird er ja von zwei Gesellschaften meines Wissens dominiert. Welche Chancen rechnen Sie sich als Barmenia dort aus und was bieten Sie für die Zielgruppe? Wollen wir erstmal schmunzeln über die zwei Gesellschaften? Meinen Sie uns damit? Ja, ich glaube nicht. Ja, also ich glaube, Sie meinen die DBK und vielleicht die DBV. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja gut, die DBK hat sicherlich aufgrund ihrer bemerkenswerten Zugangswege hier natürlich einen Großteil des Geschäftes. Ja, für uns ist das Beamtengeschäft natürlich ausgesprochen wichtig, weil es mittlerweile mehr als die Hälfte der Privatkrankheitskostenvollversicherten ausmacht, weil wir weiter, glaube ich, mit Verbeamtungswellen oder mit Verbeamtungen rechnen können. Die haben ja im letzten Jahr ein neues Produktangebot auf den Markt gebracht und ich bin selbst beeindruckt, wie einfach das Beamtenrecht ist ja nicht ganz so trivial. Ja, also mit den unterschiedlichen Ländern und den unterschiedlichen Beihilfesätzen neben dem Bund. Ich glaube, wir haben ein Angebot auf den Markt gebracht, was ausgesprochen einfach, wenn man das so sagen kann, im Angebot ist. Und wir haben zum 1.7. im letzten Jahr die Tarife gelauncht und sie sind extrem gut angenommen am Markt. Also ich würde, wenn Sie gerade gesagt haben, zwei machen das Geschäft, würde ich das auf drei erweitern wollen. Ja. Oder wir sind bei den zwei dabei. Das Thema PKV ist ja was für Spezialisten. Wie motivieren oder wie unterstützen Sie Ihre Partner, sich dennoch an dieses komplexe, nicht ganz einfache Thema heranzuwagen? Gut, wir sind ja schon lange in der privaten Krankenversicherung auf dem Markt, auch auf dem Maklermarkt und die Makler, die mit uns zusammenarbeiten oder die Vertriebe, da stellen wir schon fest, dass die ausgesprochen gut ausgebildet sind und eine hohe Expertise in dem Segment haben, auch wenn es vielleicht nicht so die Durchdringung hat wie die Altersvorsorge im Maklermarkt oder die Sachversicherung. Darüber hinaus, wenn wir Partner haben, die vielleicht nicht so oft diese Produkte anbieten, setzen wir unverändert auf das Regionalprinzip. Also wir haben Maklerbetreuer im ganzen Bundesgebiet, die, glaube ich, sehr engagiert und sehr gut ausgebildet sind. Wir haben eine langjährige Identität in den Personen, also relativ wenig Fluktuation. Die stehen natürlich vor Ort mit Rat und Tat zur Verfügung. Die gehen auch im Zweifel mit zu einer Beratung. Und aus Wuppertal unterstützen wir das natürlich aus den Fachbereichen. Also ich glaube, es gibt ja kaum eine Frage rund um die private Krankenversicherung, also die wir nicht beantworten können. Also wir haben hier nun gut ausgebildete Versicherungsfachleute, wir haben Mathematiker, wir haben Spezialisten aus den Sozialversicherungssystemen. Also es würde mich schon wundern, wenn es da Fragen, es gibt bestimmt nicht viele Fragen, die wir da nicht bedienen können. Ja. Okay. Sie haben es ja eben gesagt, die Beamtenversicherung läuft, die BKV läuft auch sehr gut. Lassen Sie uns mal einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte wagen. Also welche vertrieblichen Erwartungen haben Sie jetzt für die letzten Monate des Jahres 2023 in der PKV? In der PKV, okay. Ja. Also ja, also wenn wir so ein bisschen die Zeit zurückdrehen, also wenn ich die zweite Jahreshälfte 2022 nehme, wo man ja plant, so das Jahr 2023, wir haben gerade schon über die Rahmenbedingungen, die wir hatten, gesprochen, die Inflation, also die wirtschaftliche Situation, die weltweite Krisensituation nach Corona, da
Da waren wir eher zurückhaltend optimistisch für das Jahr 2023. Wenn ich jetzt aber bei uns die Zahlen in der Krankenversicherung sehe des ersten Halbjahres, lagen die über dem Vorjahr 2022 sogar hinaus, was das erfolgreichste Vertriebsjahr war der Barmenia. Also wir sind da extrem erfreulich gestartet und ich bin guter Dinge, dass das jetzt in der zweiten Jahreshälfte so weitergehen wird. Also in der betrieblichen Krankenversicherung sehen wir das. Ja, da hat man ja einen Vorlauf, was die Anfragen angeht, die Anforderungen an Rahmenverträge. Da hat man ja so ein Vorcase, wo man sehen kann, was da passieren wird. Und die zweite Jahreshälfte ist in der Krankheitskostenvollversicherung mal ein bisschen höher als in der ersten Jahreshälfte, hat mit Verbeamtungen zu tun. Da sehen wir auch sogar noch eine leichte Steigerung. Also, wir werden ein recht erfreuliches Jahr hinlegen. Das sind doch wunderbare Perspektiven. Herr Albrecht, herzlichen Dank für das Interview und alles Gute nach Wuppertal. Sehr gerne. Schöne Grüße nach Danke. Hamburg. Ja.